Herzlich willkommen bei der Ilfol-Klinik Bettbockau. Ich darf hier Frau Angelika Bauer vorstellen. Sie ist unsere neue Chefärztin in der Erwachsenenpsychiatrie 2. Wir sind sehr froh, dass Sie bei uns sind und wir würden Sie gerne vorstellen. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet und die können wir jetzt durchgehen. Könnten Sie sich kurz vorstellen und etwas über Ihren beruflichen Hintergrund und Ihre Spezialgebiete erzählen? Gerne. Ich freue mich auch hier zu sein. Mein Name ist Angelika Bauer. Ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und mit dem Schwerpunkt Suchtmedizin. Das ist auch so mein Highlight für mich gewesen in meiner psychiatrischen Ausbildung. Da habe ich mich am intensivsten mit beschäftigt. Natürlich habe ich in der Facharztweiterbildung alle Bereiche kennengelernt, war sogar eine Zeit lang in der Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig. Aber auch dort hat mich insbesondere die Suchtmedizin interessiert, weil ich gesehen habe, dass viele unserer Patienten schon im Kinder- und Jugendalter anfangen mit dem Konsum. Deswegen wollte ich damals gucken, wie schaut es denn da aus, kriegen wir das überhaupt mit? Habe aber festgestellt, dass wir es nicht immer so mitbekommen. Also die Patienten, die in der KIO sind, haben sicherlich auch Konsum, da ist das aber noch nicht so das Hauptthema. Ich habe meine Ausbildung insbesondere an der Vitos-Klinik in Riedstadt, jetzt inzwischen heißt es Vitos Südhessen, gemacht, war dort viele Jahre tätig, habe dann auch dort die Suchtmedizin geleitet mit einer Abteilung mit 2 Stationen und 2 Tageskliniken und angeschlossenen Suchtfachambulanzen und bin dann danach nochmal in der Asklepios-Klinik in Langen tätig gewesen. Auch hier habe ich die Suchtmedizin insbesondere wieder aufgebaut. Ja, und jetzt habe ich mich weiterentwickelt und habe ein Angebot bekommen, hier in der LVR in Bettburg-Hau eine richtige Suchtabteilung zu übernehmen für 5 Stationen, was mich sehr interessiert hat, weil es doch ein großes Gebiet ist und für eine Suchtstation oder eine Suchtabteilung viele Stationen hat und interessante Möglichkeiten hat. Und auch hier habe ich noch einige Ideen, was wir vielleicht gemeinsam in der LVR-Klinik noch aufbauen und verändern können. Ja, schön. Wollen Sie die vielleicht schon ein bisschen kundtun? Wollen Sie die ein bisschen ausführen? Ja, in meiner Bewerbung war das damals schon zum Beispiel ein Thema, ob wir in Richtung Adoleszentenstation was aufbauen können, weil mir das sehr am Herzen liegt, gerade eben die jugendlichen Patienten auch abholen zu können. Die haben manchmal andere Themen in der Sucht. Da geht es jetzt nicht immer gleich um Heroin oder sowas. Da geht es viel um neue psychoaktive Substanzen. Da geht es aber auch so um die Schwierigkeiten in der Transition zum Erwachsenenalter. Und ich glaube, dass da noch ein hoher Bedarf ist. Und da wäre zum Beispiel die Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie ja auch sehr wichtig. Und ich denke, da können wir noch ein bisschen was erarbeiten. Weitere Themen sind natürlich, wie viel traumatisierte Patienten haben wir eigentlich in der Suchtabteilung. Da sind doch einige da und auch da kann man noch einiges machen. Wir haben ja hier Stationen, offene Stationen, wo gerade die Komorbiditäten, also wo die Sucht fast oft die Komorbidität ist und die Hauptdiagnose eigentlich eine andere Störung sein kann, Depression, Trauma. Wir haben aber auch Patienten mit Essstörungen. Da gibt es auch noch ganz viel Feld, was man machen kann. Ich habe gehört, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist das hier auch ein Thema. Auch da ist ja so die Frage, ja, und was machen denn die, wenn die dann aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie raus sind? Klar sind wir jetzt nicht das spezialisierte Zentrum dafür, da gibt es spezialisierte Zentren, aber der ein oder andere kann vielleicht auch hier im Einzugsgebiet seine Behandlung bekommen. Glauben Sie, dass das ein Trend ist in der Versorgung, gerade von suchtkranken Menschen, dass man die Übergänge zwischen den Stationen mehr miteinander verzahnt, also gerade Kinder-Jugendbereich und Suchtpsychiatrie? Das wäre mir ein Anliegen. Das würde ich gerne besser verzahnen, weil ich glaube, dass da einige untergehen. Ja, dass, wenn wir unsere Suchtverläufe sehen, dann haben die Patienten eben oft früh angefangen mit 12 mit Cannabis, mit 15 Amphetamine und Partydrogen. Und manche gehen dann eben auch in die Hardcore-Drogen und manche nicht. Und es wäre ja schön, wenn wir da früher eingreifen könnten, wenn wir früher Unterstützung anbieten können. Wenn wir mal das Thema wechseln. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Qualitäten, die ein Mediziner mit sich bringen muss? Reden wir von einem Mediziner im Allgemeinen oder reden wir jetzt eigentlich mal lieber von Psychiatern? Ja, wir sind eine psychiatrische Klinik im Wesentlichen. Ne? Wir haben auch unsere Neurologie, ja. Aber dann gehen wir mal auf den Psychiater ein. Also ich glaube, dass man als Psychiater Interesse haben muss am Menschen.
und nicht nur an dem Krankheitsbild, was ja viele in der Somatik oft haben. Da ist das Krankheitsbild sehr im Fokus und der Mensch gerät manchmal so ein bisschen in den Hintergrund. Wir in der Psychiatrie wollen den Menschen im Vordergrund sehen und all seine Problematiken, die er da so dabei hat. Ja? Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor, dass wir den Menschen im Ganzen betrachten, dass wir ausreichend Empathie haben für diese Menschen und ihre Probleme und auch Interesse haben, hier natürlich uns weiterzubilden. Wir haben, Medizin ist kein statisches Fach, das ist ein dynamisches Fach, was sich immer weiterentwickelt. Neue Medikamente, andere Dosierungen, neue Psychotherapieverfahren, was können wir wie machen? Das ist, glaube ich, das, was man in der Psychiatrie erlebt. Viel Interesse an dem Menschen, weniger Interesse an dem einzelnen spezifischen Krankheitsbild. Können Sie uns eine inspirierende Erfahrung erzählen, die Sie gemacht haben in Ihrer beruflichen Karriere bisher? Also ich habe Erfahrung gemacht, dass ich Patienten ja lange betreut habe, weil sie, sagen wir mal, lange nicht als Dauer auf einer Station. Die Suchtpatienten sind ja relativ kurz eigentlich zu der Entgiftung da, aber sie kommen halt immer wieder und immer wieder. Und ich hatte eine sehr eindrückliche Erfahrung mit einem Patienten, der Polytox-abhängig war, heroinabhängig, substituiert, viel Beikonsum hatte und den ich über einige Jahre immer wieder gesehen habe, aber an den ich nicht wirklich dran gekommen bin. Der zwar regelmäßig kam, wir aber nie so richtig verstanden haben, was ist denn da der Hintergrund? Warum kommen wir denn da auch gar nicht weiter? Und der hat sich dann irgendwann, und da kommen wir zu einem wichtigen Thema von mir, öffnen können, wie ich in einer Einzeltherapie mit ihm unterwegs war, mit meinen Therapiehunden. Ich setze Therapiebegleithunde ein und erst hier gelang es ihm, mir mal zu erzählen, was denn sein Hintergrund war. Und da war dann eine schwere Traumatisierung im Hintergrund, der dazu führte, dass er sich selber gar nicht mehr aushalten konnte, dass er aber auch schwere Verletzungen hatte, wie er damals zu den opiathaltigen Schmerzmitteln kam und dann auch zum Heroin irgendwann und zum extremen Alkoholkonsum. Und das gelang erst, nachdem er so ein bisschen mehr Vertrauen getroffen oder gefunden hatte über die Therapiehunde. Das war für mich damals ein sehr eindrückliches Erlebnis. Okay, ja, schön. Ich weiß, Sie haben zwei Therapiehunde. Mhm. Wie ist das? Benutzen Sie, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, häufig in Ihrem, sage ich jetzt mal, medizinischen, psychiatrischen Alltag? Ist das ein Mittel, das Sie gerne anwenden und mit dem Sie gute Erfahrungen gemacht haben? Oder ist das, ich sage jetzt mal, was Besonderes, was nur in bestimmten Fällen zum Einsatz kommt? Nee, also ich bin dafür, dass wir Therapiehunde sehr breit einsetzen. Wir haben ein breites Gebiet dafür. Ich bin natürlich dafür, dass wir das korrekt machen. Nicht jeder kann jeden Hund mitbringen. Die brauchen eine Testung. Wir als Therapiebegleithundeführer müssen eine gewisse Ausbildung haben, dass wir erkennen, was ist für die Patienten geeignet, aber wann gerät auch dieser Hund im Stress. Ja, müssen ja beide Seiten im Blick haben, einmal unsere Patienten, die natürlich total wichtig sind, aber eben auch, wenn wir ein Tier einsetzen, müssen wir die tierschutzrechtlichen Sachen bedenken. Deswegen ist das sicher wichtig, dass wir ausgebildete Tiere haben und auch ausgebildete Personen, die das einsetzen. Ich setze das in diversen Situationen ein. Momentan hier in der LVR-Klinik setze ich es gern mal in den Visiten ein. Die sind so ein Eisbrecher. Viele Patienten kommen in die Visite und wollen eigentlich nur über Medikamente sprechen, was nicht das Thema für uns ist. Natürlich in der Sucht ein großes Thema, aber nicht das reine Thema ist. Und über die Hunde kommt ein Patient rein und lächelt und ist erstmal erfreut und die Atmosphäre ist entspannter und die Hunde begrüßen ihn freundlich und sind da. Und das ist ein anderer Einstieg in die Visite. Ja? Und auch wenn ich schon zur Visite komme, dann sind die Hunde auf Station und alle freuen sich und die bringen gleich eine andere Stimmung mit, die bringen eine andere Stimmung fürs Personal mit, aber auch für die Patienten. Und so setze ich sie ein. Natürlich kann ich auch Einzeltherapien damit machen, gerade wenn es mal um Angststörungen geht, wenn es um Essstörungen geht, wenn es um posttraumatische Belastungsstörungen geht, kann man auch in einer Einzeltherapie die Hunde einsetzen. Das geht auch. Ich habe auch früher sehr viel Gruppen mit den Hunden gemacht. Soziales Kompetenztraining geht mit Hunden hervorragend, aber auch Entspannungsverfahren oder diverse Möglichkeiten. Also man kann die sehr vielseitig einsetzen. Momentan, also ganz aktuell,
setze ich sie überwiegend in den Visiten ein, dass sie einfach so ein bisschen Eisbrecher sind und ja, für eine bessere Stimmung und eine gute Atmosphäre sorgen. Schön, hört sich wirklich interessant und gut an. Gibt es einen Rat, den Sie jungen Psychiaterinnen und Psychiatern auf den Weg geben würden oder geben wollen jetzt in dieser Situation? Habt Lust auf Psychiatrie. Ich weiß, dass das bei vielen jungen Medizinern immer nicht das erste Fach ist. Aber das ist ein sehr breites Fach und hier geht es auch um somatische Probleme. Patienten bringen viel mit, aber es geht einfach um mehr. Und es ist ein super interessantes Fach. Und guckt einfach mal rein. Psychiatrie macht Spaß. Okay. Ja, abgesehen von Ihrer beruflichen Tätigkeit, wollen Sie noch was anderes von sich erzählen? Hobbys, Interessen? Ja, ich bin natürlich mit den Hunden unterwegs und mache da auch gerne was. Ich habe sehr aktive Hunde, Australian Shepherds, da ist immer ein bisschen Action angesagt. Die wollen natürlich auch Beschäftigung, aber auch hier ist wichtig, mal für Ruhe zu sorgen. Ich bin sonst im Reitsport unterwegs, das macht mir auch sehr viel Spaß. Und ansonsten natürlich gerne dabei, mich fortzubilden auf allen möglichen Ebenen. Liebe Frau Bauer, vielen Dank für das nette Gespräch, dass Sie Zeit für mich hatten. Wir sind sehr froh, dass Sie hier mit an Bord sind bei unserem Team. Ich sage nochmal vielen Dank und ja, wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und dass Sie hier gut an Bord kommen. Ich bedanke mich auch sehr. Es ist auch eine schöne Gegend hier. Ich bin gerne hier. Danke.